dort, wo normalerweise der Fußball das Sagen hat. Im Gebäude des Oberösterreichischen Fußballverbandes regiert am 17.11.2011 die bildende Kunst. ÖFV-Sportdirektor Helmut Prellinger präsentiert im Dr. Leo Windner Haus seine Werke. Ich denke, es ist eine wunderbare Symbiose, die auch zeigen soll, dass Fußballer nicht nur am Boden spucken können, sondern durchaus auch den bildenden Künsten sehr gewogen sind. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, das auch mit den Bildern unseres Sportdirektors Helmut Prellinger zu zeigen. Man kann ja sagen, österreichweit einen der modernsten Verbände, glaube ich, schon nochmal ganz eine tolle Sache ist, wenn man wirklich diese Bilder, wenn man das Gebäude von außen sieht, harmoniert das perfekt. Erstmals haben wir das, dass wir Kunst und Sport in der Form verbinden. Das Objekt bei uns ist ja so konzipiert, Durchblick, viel Licht. Und was würde sich besser eignen dafür Kultur und Kunst als Durchblick und viel Licht? Fußball und Kunst, eigentlich zwei gegensätzliche Begriffe. Oder doch nicht? Ja, eigentlich ist es sehr was Gegensätzliches, aber irgendwo kann man es doch kombinieren. Also es ist einfach irgendwo eine Freizeitbeschäftigung und es ist beides sicher was Tolles. Also ich spreche einfach für Kunst und viele für Fußball. Kunst in einem Bau, wo man eigentlich Kunst vielleicht nicht unbedingt erwartet, ist immer ein positiver Ansatz und ich glaube, man sieht eben, dass das angenommen wird. Die Sportlerinnen und Sportler sind ja genauso kulturinteressiert und es soll ja nicht Kunst und Kultur gegen Sport ausgespielt werden, sondern ganz im Gegenteil, eine Symbiose zwischen beiden ist hervorragend. Da diese Vernissage im Zentrum des oberösterreichischen Fußballgeschehens über die Bühne geht, sind dann unter den ca. 200 Gästen fast logischerweise sehr viele Ballkünstler anzutreffen. Ich bin nicht der Kunstexperte, das würde ich nie von mir behaupten und nimmt mir auch, glaube ich, keiner ab, aber ich kann auch sagen, ob mir die Bilder gefallen oder nicht. Und ich denke, dass die durch die Bank alle sehr gelungen sind. Helmut Prellinger ist natürlich ein Künstler der besonderen Art. Ich habe selber ein paar Bilder von ihm. Und wenn man sich da ein bisschen die Bilder anschaut, dann glaube ich, ist für jeden Mann was dabei. Ich kenne seine Werke schon von der Vernissage in Ried und ich habe selber ein paar Bilder von ihm hängen zu Hause und heute bekomme ich auch eins. Dass der Oberösterreichische Fußballverband in Zukunft auf seinen Sportdirektor, der auch als Maler bei dieser Ausstellung sein Talent unter Beweis stellt, verzichten muss, diese Gefahr ist eher als gering einzustufen. Nein, soviel ich weiß, ist er eigentlich seit seiner Jugendzeit der Malerei zugetan. Für ihn ist das ein ausgleichendes Hobby, doch zur harten Arbeit als Sportdirektor, als Trainer, als Trainerausbilder. Wir sind sehr froh, dass wir ihn auch als ehemaligen Leiter der Fußballakademie Ried in unseren Reihen haben. Es gibt immer wieder Phasen, wo man kreativ ist, es gibt Phasen, wo man nicht kreativ ist und das möchte ich eigentlich beibehalten. Darum möchte ich mich da nicht unter Druck setzen lassen und sagen, jetzt muss man malen, ja, sondern ich male dann, wenn es mir Spaß macht. Das Dr. Leo Windner Haus hat auf jeden Fall seine Feuertaufe als Galerie der bildenden Künste mit Bravour bestanden. An einer Fortsetzung der Begegnung zwischen Fußball und Kunst wird schon konkret gearbeitet. Das erste Mal, wie ich dieses Haus betreten habe, war das erste Gedanke, da Bilder aufzuhängen, wäre ein Wahnsinn. Und ich habe schon ein Angebot bekommen, dass ich auch hier ausstellen darf. Bis das Verbandsgebäude für diese Ausstellung ihre Pforten öffnet, kann und sollte man sich die Werke von Helmut Prellinger ansehen. Also es gibt zwei Sachen. Das erste ist Arbeiten auf großen Bildern, Arbeiten mit einer Struktur- und Spachtelmasse und vor allem Arbeiten mit Farben, die ineinander den Dialog finden. Geöffnet ist die Galerie zu den Geschäftszeiten des Oberösterreichischen Fußballverbandes in der Daimlerstraße 37 40 30 Linz.